Wetter.at lässt Sie nicht im Regen stehen. Das beste Wetter für Ihren Ort. Jede Stunde. 9 Tage im Voraus. Und alle Unwetterwarnungen. Wetter.at. Ihr Wetter für jeden Ort. Auch als App. Wetter.at. Das Wetter präsentiert Ihnen. Wetter.at. Schauen wir nach Großaarl und zwar nach Salzburg. Ja, ein wunderschönes Bergpanorama ist hier zu sehen. 24 Grad haben wir jetzt schon um 8 Uhr. Und aber heute Abend, da werden es 32 Grad und da kann es regnen. Und regnen kann es heute auch in Gmunden. Momentan sieht es wirklich noch toll aus bei 25 Grad. Und das Wetter wird auch dann heute über 30 Grad. Aber auch hier kann es dann eben zu kleinen Schauer kommen. Wir schauen nach Europa und durch ein Tief vor der französischen und portugiesischen Atlantikküste wird heiße Sahara. Luft aus dem Süden bis nach Westeuropa transportiert. Schauer und Gewitter sind am ehesten in Nordosteuropa zu erwarten. Sonst bleibt es also trocken und sonnig. Wir blicken nach Österreich. Heute wird es auf jeden Fall außerordentlich heiß mit maximal 28 bis 36, im Süden sogar bis zu 38 Grad. Dazu überwiegend sonnig im Lauf des Tages mit auffrischendem Nordwestwind, aber auch einige Wolken und einzelne teils heftige Regenschauer oder Gewitter sind dann angesagt. Wir schauen auf unsere 24-Stunden-Prognose für den Westen. Also 37 Grad sind hier die Höchstwerte. Dann zum Abend hin, ab 21 Uhr, kann es dann eben leicht regnen. Aber das ist ja dann auch ganz gut mal für die Natur. Schauen wir noch in den Osten hinein. Hiermit regnet es dann schon zum Nachmittag. Höchstwerte liegen bei 35 Grad. Schauen wir in die Nächte hinein. Da ist es trocken und wir haben tropische 24 Grad. Also es wird auf jeden Fall sehr warm wieder heute Abend. Ab morgen sieht es dann ein bisschen besser aus. Sagen wir mal, wir haben 27 Grad. Da kann man etwas durchatmen. Es geht dann aber wieder hervorragend weiter. Schauen wir in den Osten hinein. Dann das Wochenende bleibt sonnig, es bleibt auch trocken. Und auch die nächste Woche geht sommerlich weiter. Also wir haben wirklich ein tolles Wetter. Und wir kommen nun zu aktuellen Breaking News.